Bevor wir alle durchdrehen oder noch verrückt werden, mache ich lieber dieses Video. Es ist ja ein Sturm draußen. Hier seht ihr das Sinnbild für die Gefühle, die also überschwappen, die kämpfen, die sich unterdrücken oder nicht unterdrücken. Also eine total schwierige Situation haben wir gerade zu durchleben. Und alles, jeder sagt, das ist wichtig für den Aufstieg. Wir müssen da durch. Ja, aber ich sag dir heute, wie du am besten da durchkommst, was du am besten dafür tun könntest, dass es dir trotzdem gut geht und du nicht verrückt wirst. Bevor wir jetzt beginnen mit diesem wichtigen Thema, möchte ich noch euch darauf aufmerksam machen, dass ich unter dem Video einige Links eingefügt habe für kostenlose Produkte von Smarana. Schaut euch das einfach mal an. Und da ist auch ein kostenloses Webinar dabei, was ihr machen könnt. Und ja, vielleicht habt ihr ja Spaß daran, ihr Lieben. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem Thema. Wie ein Anker im Sturm, wollte ich sagen, wäre unser Ziel zu sein, wie ein Leuchtturm, der durch diese schwierige Zeit uns leitet und weiterführt, bevor wir alle durchdrehen. Ich weiß, dieser Titel ist ein bisschen speziell, aber er trifft so einiges, was hier im Umfeld geschieht. Und wir, die Hochsensiblen, wir fühlen ja viel mehr hinter einem Wort. Wir fühlen ja viel mehr hinter einer Überschrift. Und von daher ist es wichtig zu wissen, wie verhalte ich mich denn jetzt am besten in dieser unmöglichen, herausfordernden Zeit. Genau, und das ist der Punkt. Ich habe zwei Punkte, die ganz wichtig sind. Und zwar der eine Punkt, der erste Punkt. Vielleicht geht es dir auch so, dass du manchmal denkst, es sind so viele Hindernisse dir in den Weg gestellt worden die letzten Jahre, dass du da einfach das Gefühl hast, du kommst nicht mehr durch. Dass du eigentlich aufgeben möchtest, dass du sagst, ach, ich hab keine Kraft mehr und es ist mir alles zu viel und dadurch immer mehr von dir unbewusst abgibst und dich immer mehr in die Hände derer gibst, die so gerne sich an dir ernähren möchten, an deinem Licht. Es ist doch so, diese Herausforderung der unüberwindbaren anscheinend unüberwindbaren Hindernisse, die sind wirklich in der aktuellen Zeit sehr anstrengend. Es gibt dennoch Möglichkeiten, da durchzukommen. Wenn du dir jetzt vorstellst, so ein unüberwindbares Hindernis, ein riesengroßer Berg, es gibt Bergsteiger, die können diese Berge erklimmen und die sind dann oben angekommen. Und so würde ich das als Metapher sehen. Erklimme diesen Berg. Bleib nicht unten und warte, sondern sei aktiv. Erklimme diesen Berg, denn nur so wirst du wachsen an diesen Hindernissen, die uns entgegenstehen. Erklimme diesen Berg, hab keine Angst davor, sondern geh mutig dort hinauf und du wirst sehen, du kannst diesen Berg besteigen, du kannst ihn besiegen, sagen die Bergsteiger. Und dann, wenn du oben bist, hast du einen ganz anderen, klaren Blick über alles und kannst dein Leben dadurch ändern. Du hast diese Herausforderung bestanden. Wenn ihr euch diese Metapher merkt und mit dieser Metapher im Hinterkopf dann mal jetzt überlegt, was ist in meinem Leben, was scheint mir da als ein unüberwindbares Hindernis, was könnte das sein? Dann fällt dir bestimmt irgendwas ein. Und dann überlege als zweiten Schritt, okay, ich fange jetzt mal an, aktiv zu werden. Ich fange jetzt mal an, was zu ändern. Und du wirst sehen, da kommt was in Wallung. Und das ist das Ganze, man könnte es vergleichen mit dem Aufstieg der Erde. Weil der Aufstieg eines Bergsteigers auf diesen hohen Berg ist ja ein Erklimmen Schritt für Schritt, ein Weiterkommen. Und so ist es auch für dich, ein Weiterkommen, um dann festzustellen, ich gehe in diese neue Zeitlinie hinein, ich richte mich neu aus, egal was jetzt im Umfeld passiert, ich gehe einfach meinen Weg. Egal wie schwierig die Passagen sind, ich gehe da durch und komme letztendlich auf den Gipfel. Und diese Hindernisse sind eigentlich nur Stufen,
die wir hinaufsteigen, die wir ganz einfach dann hinter uns lassen. Dann gibt es noch was, was du anschauen solltest. Das ist die Normopathie. Was ist Normopathie? Das ist man kann sagen, das zwanghafte Versuchen, immer das zu machen, was alle anderen machen. Dass du also gar nicht mehr überlegst, was ist jetzt mein Gefühl, meine Entscheidung, was würde mir gut tun, sondern dass du all das machst, was die Gesellschaft tut. Beispiel Piekserei. Wer sich damals nicht hat pieksen lassen, wurde ausgestoßen. Dem wurden alle Rechte abgesprochen. Und wenn du in der Normopathie bist, dann lässt du dich pieksen, dann bist du dabei, du willst dazugehören. Dabei sind wir doch alle eine Einheit. Alle Menschen, wir sind eine Einheit, in der göttlichen Liebe vereint. Das darf man niemals, niemals vergessen. Und jetzt haben wir den Fall, dass also der Krieg als normal hingestellt wird. Und wer nicht dafür ist, ja, der gehört nicht in die Gesellschaft. Der passt da nicht mehr rein plötzlich. Und so sind alle Punkte in der Gesellschaft. Ich könnte hier ganz viele aufzählen und ihr kennt die aber alle. Und sobald du nicht mehr da dafür bist, was die Medien oder die Politik sagt, wenn du da nicht dafür bist, gehörst du nicht mehr in diese Gesellschaft. Sobald du aber erkennst, dass diese Normopathie schon fast ein krankhafter Zwang ist, dann kannst du da rausgehen, dann kannst du sagen, ich fühle in meinem Herzen doch ganz anders. Warum soll ich jetzt dafür sein, was ich gar nicht will? Und das ist eine Form, in die Eigenliebe, in die Selbstliebe hineinzukommen. Und wenn ihr jetzt mal in euer Herz geht und spürt, was ist für euch wichtig, dann werden das sicher keine Gefühle wie Krieg sein, ja? Dann wird da sowas nicht sein. Und nehme ich an, natürlich, die Menschen sind doch alles liebevolle Wesen, die in Frieden miteinander leben möchten. Mehr möchten wir doch gar nicht. Wir haben doch alles, wenn wir uns danach ausrichten, uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen, dann ist es eine wundervolle Gemeinschaft. Und das ist unser Ziel doch beim Aufstieg. Ja, wir sind eben jetzt in dieser schwierigen Phase, wo wir durch den Aufstieg hindurchgehen. Und dabei ist es wichtig, immer wieder mal einen Schritt zurückzutreten und ins Herz hineinzugehen, um sich zu überlegen, wo stehe ich, wo bin ich, tut mir das gut, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder gehe ich nur einfach hinterher den Leuten, die irgendwas sagen, vehement sagen und das dann eben in einer ständigen, so fast wie Hypnose, jeden Tag ständig wiederholen, bis du es glaubst. Wir sind da ja schon weiter. Wir haben ja schon lange entdeckt, dass praktisch das alles nur Lügen sind, um uns gefügig zu machen. Eine gute Wahl ist es, wenn du dich darauf fokussierst, jeden Tag zu beten. Wir haben uns umgestellt, Smarana. Wir hatten immer um 20 Uhr gebetet. Jetzt beten wir mit allen anderen um 16 Uhr. Und ich habe auf Telegram ein wundervolles Gebet eingestellt. Das kann man, wenn man möchte, natürlich nur jeden Tag um 16 Uhr durchlesen. Jeden Tag um 16 Uhr diese Worte oder so ähnliche Worte verwenden. Und dadurch, wenn alle Menschen meditieren, eine so große Kraft aufbauen, die uns retten wird. Und das bitte unbedingt teilen, das bitte darüber sprechen, damit die Menschen das wissen. Wir sind nicht ausgeliefert, wir sind nicht verloren, überhaupt nicht. Denn wir haben diese Kraft des Gebets, wir haben die Kraft der Manifestation unserer Schöpferkraft. Wir sind so viel mehr, als wie uns alle anderen glauben machen möchten. Und darum geht es, dass wir dies erkennen und uns dann um unsere Stärke kümmern, den Weg unserer Stärke gehen. Und wenn du dir da ein bisschen unsicher bist, dann gibt es natürlich Hilfen. Es gibt Webinare von uns,
jetzt erst wieder von Arcturus gibt es ein wundervolles Webinar, wo du richtig in deine Kraft kommst, wo du ganz viel lernen kannst von den Arcturianern. Es gibt auch die 11-Tage-Challenge. Es gibt so viele Dinge von uns, die du machen kannst. Und diejenigen unter euch, die meine Webinare gemacht haben, wissen ganz genau, was da los ist, wissen ganz genau, wie sie gut durch das Leben kommen. Und diejenigen können auch ganz vielen Menschen helfen. Denn was wichtig ist, je mehr wir voranschreiten in dieser Zeit, umso mehr Menschen werden Hilfe brauchen. Umso mehr Menschen werden an die Grenze kommen, an die Grenze, bevor sie verrückt werden, weil diese Energien, die sind ja auch schwer zu tragen, ja, die nisten sich ja an der Aura ein und möchten dich dann auch noch schwach machen oder machen dich sowieso schwach, denn negative Energien machen einen einfach schwach, weil man mit denen arbeiten muss, dann muss das eigene Energiesystem muss das ja transformieren und ausgleichen. Deswegen reinige dich jeden Tag energetisch, ganz, ganz wichtig. Ich habe hier das Aura-Spray, das nehme ich immer der Reinigung, sprühe mich ein und dann weiß ich, meine Aura wird gereinigt. Ja, und das, ihr müsst euch solche Hilfsmittel irgendwie beschaffen. Ihr könnt auch ganz einfach Erzengel Michael rufen. Macht es so, wie es für euch am besten ist. Ne? Aber das Gebet, das lege ich euch wirklich ans Herz, dieses Gebet solltet ihr wirklich mit uns allen um 16 Uhr sprechen, dieses oder ein anderes. Denn je mehr Menschen zur gleichen Zeit für den Frieden beten, da ihre ganze Liebe und ihr Licht hineingeben, umso schneller wird sich auf der Erde etwas ändern. Umso schneller werden wir in den Frieden kommen. Und das ist mein Ansinnen heute mit diesem Video. Schreibe in den Text, schreibe in den Kommentaren hinein Frieden. Ich bin für Frieden. Ich bete gerne. Ich bete und ich bin für Frieden. Schreibt so etwas bitte hinein und teilt dieses Video, damit ganz viele Menschen davon berührt werden und vielleicht auch Hilfe bekommen. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du total verzweifelt bist und sagst, ich bin in diesen Dingen gefangen, die du gerade erzählt hast, ich weiß wirklich nicht mehr weiter und ich fühle aber, dass du recht hast mit dem, was du gesagt hast, dann kannst du natürlich auch bei mir eine Heilsitzung buchen oder bei einem Medium deines Vertrauens. Lasst euch helfen. Lasst euch helfen und diejenigen, die die Ausbildung gemacht haben, bietet eure Hilfe an. Und es ist ganz wichtig, dass jeder weiß, Hilfeleistungen gibt man nur dann, wenn man aufgefordert wird oder gerufen wird. Man macht das nicht einfach so. Es gibt ein Gesetz zwischen den Heilern, was eben besagt, dass es nicht erlaubt ist, übergriffig irgendwelche Dinge zu tun. Aber ich denke, ihr wisst das ganz genau. Es ist also wichtig, dass, wenn du eine Heilsitzung gibst, dass der Kunde vorher bei dir war und dies bei dir bestellt hat. So, ihr Lieben, und jetzt möchte ich euch einladen zu einer tiefgehenden Meditation, die euer Herz berühren wird, die euch führen wird und stärken wird in der aktuellen Zeit. Ich sprühe mich mit der 999 ein. Die 999 bringt mich direkt in die Tiefe, in die Verbindung mit meiner Seele, mit den geistigen Wesen. Und diese Energie fließt jetzt auch schon zu dir hinüber. Und ich lade dich ein, einfach jetzt den Worten zu lauschen und dich von deiner Seele führen zu lassen. Geliebte Herzensmenschen, voller Freude begrüße ich jeden Einzelnen heute und ich begrüße dich mit Liebe und Licht. Diese Liebe und dieses Licht fließt aus dem Universum direkt zu dir und ich spreche heute mit den Worten meiner Seele diese Meditation
Und wenn du magst, darfst du dich öffnen, um diese Energie der Liebe zu fühlen, die jetzt zu dir strömt. Und so sind wir verbunden über die Liebe und über das Licht des Alleinen. Des Alleinen, der über uns wacht, der bei uns ist und uns führt. Des Alleinen, der diesen ganz großen Plan kennt und der uns führt und liebt und schützt. Und es liegt wirklich an dir selbst, wie du dich ausrichtest. Und ob du gerne mit dem Alleinen in Kontakt kommen möchtest. Und du kannst dir sicher sein, er wird dich empfangen mit seiner Liebe und seinem Licht. Und so fließt jetzt der Segen des Alleinen zu dir, in dein Herz, in deine Aura, in dein Energiefeld und in deine Seele. Genieße diesen Segen, denn er lädt dich ein zu einem Gebet. Er lädt dich ein und sagt, komm und sprich deine Worte. Gott wird dir zuhören. Und so gebe ich dir jetzt ein bisschen Zeit, um deine eigenen Worte zu sprechen. Indem ich die Energie für dich halte und die Energie der Liebe und des Lichtes dich trägt. Lieber Gott, ich danke dir, dass du diese Worte gehört hast. Und ich danke dir für deinen Schutz und deine Liebe. Ich danke dir, dass ich zu dir sprechen darf und du mir zuhörst. Mich leitest und führst. Und so weiß ich ganz tief in meinem Herzen, dass Frieden sein wird. Frieden auf Erde für alle Menschen. Frieden in jedem Menschen. Und so dass wir gemeinsam den Weg in die höheren Dimensionen beschreiten, um dir, lieber Gott, noch näher zu sein. Und so danke ich jedem Einzelnen von euch, der heute hier war, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr euer Licht strahlen lasst
und dass wir so Schritt für Schritt weiter zum Frieden kommen. Amen. Mögen diese Worte in jedem Herzen von euch etwas bewirken. Möge sich der Himmel öffnen und die Liebe und der Frieden jeden Menschen berühren. Ich danke dir sehr für dein Licht und deine Liebe. Wir sehen uns zum nächsten Video.